Moin Moin und aller herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute fahren wir fort auf Seite 172 in dem Buch Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch fünf Jahrhunderte. Wir sind immer noch in dem Kapitel Revolution in Europa, was eigentlich Revolution nennen hätte heißen können, aber das ist prophylaktisch. Es gibt immer mehrere Revolutionen und ganz sicher in Europa im 19. Jahrhundert gab es viele. Wir fangen noch einmal an, oben auf der Seite mit diesem wunderbaren Zitat, das ich ja bereits besprochen hatte, von dem Jesuiten Pachtler. Ja? Dieser schrieb, Zitat, wäre die Erscheinungen der neuen und neuesten Geschichte nicht oberflächlich betrachtet, sondern nach ihrem tieferen Grunde durchforscht, wird immer auf ein Zentrum kommen, aus welchem der unheimliche Geist unserer Zeit seine Fälschungen der Wahrheit, der Geschichte und des Rechts ausstrahlt. Es ist ein furchtbares System in der abgründigen Irreleitung der Geister und der Herzen. Man studiere die soziale, die politische, die religiöse Strömung und man wird finden, dass alle drei aus einer und derselben Quelle ihr Gift bezogen haben. Wohl sind auch sekundäre Quellen, welche ihre schmutzigen Gewässer in den Hauptarm ergießen, aber sie sind eben nur Nebensache. Diese Hauptmacht des Unheils ist die Organisation menschlicher Irrungen und Leidenschaft in dem Geheimbunde der Freimaurerei. Ende Zitat. Nun, eigentlich wollte ich den nächsten Absatz jetzt gleich dran lesen, weil ich diesen ja schon besprochen hatte, aber mir fällt gerade eine Sache ein, die ich letztes Mal noch nicht gesagt habe. Ich hatte ja natürlich gesagt, und natürlich weist hier ein Jesuit auf die Geheimbunde der Freimaurerei und weist die als die Schlechten an. Obwohl wir ja wissen, dass die Freimaurerei eben auch von Jesuiten kontrolliert und geleitet wird. Das ist aber nur ein Beispiel, wo die Jesuiten jemand anderen als den Schuldigen nehmen. Und ich möchte mal kurz ein anderes Beispiel anholen, das euch wahrscheinlich allen ganz bekannt in den Ohren klingt. Das ist nämlich, dass die Juden an einem schuld sind. Und dass die Juden mit einer Weltverschwörung eben sich vorgenommen haben, diese Welt zu erobern und die Menschen alle Sklaven zu den Juden zu machen. Die Goyim und Schweine und was für ich noch welche Namen, die alle dafür finden. Und natürlich spielt da eine ganz wichtige Rolle die Protokolle der Weisen von Zion, die wir ja bereits besprochen hatten, als der Abbé Augustin Barruel zur Sprache kam, früher in diesem Buche. Es ist eben typisch und wegweisend für die Jesuiten, immer andere Menschen dafür die Schuld zu geben oder an die Quelle der, ich sag mal, schmutzigen Gewässer zu legen, die hauptsächlich von ihnen wegweisen. Das ist Geschichte in der Geheimgesellschaft Jesu, weil die Geheimgesellschaft Jesu oder die Jesuiten, wie sie kurz genannt werden, die sind darauf aufgebaut zu lügen und zu betrügen und eben das Scheinwerferlicht zu nehmen von der Person oder der Institution, wo die Wahrheit drauf leuchtet. Dieses Licht muss ausgeschaltet werden. Das war der Grund ihrer Gründung. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das war der Grund, weshalb sie überhaupt ins Leben gerufen wurden. Wir erinnern uns, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts war durch die Reformation einem jeden, der die Bibel lesen konnte, was ja endlich möglich war, den Menschen möglich zu erkennen, dass die Hure Babylon die Kirche von Rom ist, dass das Papsttum der Antichrist ist, dass das Papsttum das Amt ist, lass uns mal sagen, welches das andere Amt übernommen hat, das erst weg musste, 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 7 ist es, glaube ich. Ne? Nur muss der, der jetzt aufhält, erst aus dem Weg geräumt werden, bevor der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde oder Mensch der Sünde offenbart werden kann.
Dadurch, dass die Menschen auf einmal Zugang zur Bibel hatten und die Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen konnten, verstanden sie, wer der Antichrist ist. Das Papsttum. Und die Jesuiten waren dafür ins Leben gerufen, dafür zu sorgen, dass die Leute das eben nicht mehr sehen. Und das tun sie auf alle möglichen Arten und Weisen. Durch Krieg zu führen, durch geistige Kriege zu führen, durch säkuläre Kriege zu führen, durch die Bildung zu infiltrieren und zu verändern, durch die Geschichte zu verändern oder die Geschichtsschreibung zu verändern und so weiter und so weiter und so weiter. Alles, was sie tun, ist darauf hingestellt, dass was dann Ende des 16. Jahrhunderts passierte, nämlich das Schreiben von Francisco Ribera, seines 500-Seiten-Werks über die zukünftige Sicht der Erfüllung des Buches der Offenbarung, den Leuten beizubringen, was seit Anfang des 19. Jahrhunderts in den Seminaren gelehrt wird, und zwar nicht nur in den Seminaren der römisch-katholischen Kirche, sondern vor allen Dingen in den Seminaren der sogenannten protestantischen Kirchen, da wird überall die Zukunftslehre des Antichristen gelehrt. Die nimmt eben den Scheinwerfer weg, auf das die Bibel oder in das die Bibel das Papsttum als Antichristen stellt. Und so machen sie das immer wieder. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist natürlich das Urbeispiel der Gründung der Jesuiten. Sie machen es hier jetzt mit anderen Punkten, dass sie eben sagen, oder dass dieser Jesuit, den wir jetzt gerade zitiert haben, der Pachtler hier eben sagt, man wird finden, dass alle aus derselben Quelle ihr Gift bezogen haben. Wohl sind auch sekundäre Quellen, welche ihre schmutzigen Gewässer in den Hauptammer gießen, aber die sind nur Nebensache. Die Hauptmacht des Unheils ist die Organisation menschlicher Irrungen und Leidenschaft. Und hier in diesem Fall ist das die Freimaurerei, aber in anderen Fällen waren es mit den Protokollen der Weisen von Zion, waren es die Juden, oder sind es andere von den Jesuiten auserkorene Geheimbunde oder Organisationen oder Menschen, Regierungen oder was auch immer, die als das Übel der Menschheit dargestellt werden. Und weil ich letztes Mal eben nicht auf die Protokolle der Weisen von Zion in dieser Beziehung darauf eingegangen bin und nicht darauf eingegangen bin, dass natürlich hier der Jesuit Pachtler, die, sage ich jetzt mal, die Scheinwerfer von der römisch-katholischen Kirche und dem Jesuitenorden wegnimmt und auf die Freimaurerei stellt, das habe ich wohl gesagt. Aber das ist ja auch nur von der einen auf die anderen Seite. Aber eben, dass man eben auch die Juden nimmt, ja, und dafür eben dafür sorgt, dass wir, ich will jetzt nicht sagen, die letzten 200 Jahre Antisemitismus, sogenannter Antisemitismus, wobei Antisemitismus total verkehrtes Wort ist, aber Judenhass gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Und Rom ist nur das letzte der vier Königreiche, die von Daniel vorhergesagt wurden, die Judenverfolgung auf sich nehmen. Jedes andere Königreich hat das inzwischen gemacht. Und die letzten 2000 Jahre, selbst in der Zeit, nachdem also die Juden aus Judäa verbannt wurden, nach 70 nach Christus, wo ja Jerusalem und der Tempel und alles zerstört wurde, was wieder eine andere Geschichte ist, wo man ein anderes Mal drauf eingehen kann, und sie halt in alle Winde zerstreut wurden, seitdem ist der Judenhass überall. Erinnert euch nur mal an das 15. Jahrhundert mit der spanischen Inquisition, woraus eben die Marano- oder Kryptojuden entstanden sind oftmals, die eben, ja, um ihre Haut zu retten, konvertiert waren zum Katholizismus, zumindest oberflächlich, aber tiefgründig immer noch Juden geblieben sind. Ja? Dieser Judenhass, der zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit. Aus dem einfachen Grunde, weil Gott damals die Juden, erst Israel, dann später die Juden, als sein besonderes Volk auf die Seite gesetzt hat. Und diesem Volk ganz klar gesagt hat, ihr werdet der Kopf der Nationen sein, wenn ihr meine Gesetze befolgt. Dann werde ich dafür sorgen, dass ihr der Kopf der Nationen seid. Aber die Juden haben eben auch die Gebote Gottes neben sich gelegt und sind deswegen mehr zum Schwanz der Nationen geworden. Und jeder tritt auf ihn herum, das seit Tausenden von Jahren. Und hier in diesem Fall geht der Jesuit Pachtler nicht auf die Juden ein, er geht auf die Freimaurerei ein. Ich wollte nur mal eben sagen, jetzt wisst ihr auch, wo dieser Judenhass herkommt.
Weil jede Regierung, jede säkuläre Regierung, jede heidnische Regierung, die wir in dieser Welt hatten, seit Babylon die Juden verfolgt hat. Babylon 70 Jahre Gefangenschaft. Die Medo-Persier haben ihre Verfolgung damit gemacht. Die Griechen haben die Juden wahrscheinlich auf die eine oder andere Art und Weise verfolgt. Ich habe mich da jetzt nicht so bis ins Detail mit beschäftigt, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Rom das getan hat. Judäa war damals von Rom komplett besetzt. Ja? Das war eine römische Provinz. Und die Menschen dort haben eben nicht für sich selber, sondern für Cäsar gearbeitet. Ne? Hat Jesus doch auch gesagt, ne? Als er gefragt wurde von, ja, wem sollen wir denn dienen? Oder sollen wir Steuern zahlen? Dass Jesus sagt, gib mir eine Münze. Wessen Gesicht ist denn darauf? Ja, das ist Cäsar. Ja, dann gibt Cäsar was Cäsar ist und gibt Gott was Gottes ist. Was meint er damit? Gibt Cäsar das Geld und gibt Gott deine Anbetung? Gibt Gott seine Ehre? Gibt Gott die die Liebe mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft, ja, das ist, was du Gott gibst. Gott will angebetet werden in Wahrheit und im Geist und nicht durch irgendwelche Münzen. Also gib Cäsar, was Cäsar ist, gib Gott, was Gottes ist. Ja. Und die Juden waren damals eigentlich in Gefangenschaft in Rom. Sie waren von Rom erobert, so wie wir heute alle von Rom erobert sind. Ich gebe das nur mal eben zu bedenken, dass man ein wenig in diese Richtung denken muss, wenn man dieses Zitat von dem Jesuit Pachtler schrieb. Er nennt hier nur den Geheimbunde der Freimaurerei, aber die Jesuiten zeigen mit dem Finger auf welche Organisation auch immer sie wollen. Erfinden sogar Organisationen nur dafür gut, um eben den Menschen unter der Knute zu halten und eben nicht zu sagen, wer wirklich dafür verantwortlich ist. Heute sind das solche Organisationen wie zum Beispiel die Council on Foreign Relations in Amerika oder die Trilaterale Kommission, das ist eine, da kam ich in einer letzten Sendung nicht drauf, um die zu erwähnen, oder der Club von Rom oder G7 oder G20 oder Weltwirtschaftsforum oder nennt es mal. Ja, die stellen sie, all diese Organisationen stellen sie ins Scheinwerferlicht, dass ihr die seht und dadurch seht ihr nicht die Macht, die dunkle Macht, die im Hintergrund arbeitet. Eben die Jesuiten. Hier behauptet eben der Jesuit Pachtler, es ist die Freimaurerei. Aus seinem Werk Der stille Krieg gegen Thron und Altar oder Das Negative der Freimaurerei. Zweite Auflage 1876 in Amberg erschienen. Das sollte jetzt als Kommentar gereicht haben und vielleicht einigen Menschen doch einmal die Augen zu öffnen, dass die Juden gar nicht so schlecht sind. Dass immer nur die Frage ist, wer macht die Juden denn so schlecht? Die Bibel sicher nicht. Die Bibel sagt uns ganz klar in Römer Kapitel 11, Vers 11, sind sie denn gestolpert, dass sie fallen sollen? Gott bewahre, aber dass durch ihren Fall die Heiden, sie, die Juden, zu Eifersucht reizen. Die Eifersucht, die wir Heiden durch Jesus Christus, wenn wir ihn annehmen, den Juden übertragen sollen, dass wir eben die Erlösung haben, die ihnen zustand. Wir haben durch Jesus Christus anzunehmen die Errettung, die für die Juden auch bestimmt war, sogar erst bestimmt war. Jesus Christus hat nämlich gesagt, verbreitet das Evangelium erst bei den Juden und nicht bei den Heiden. Das kam erst nach Ende der Vollendung der 70. Jahrwoche. Ja? Also von daher ganz, ganz klar, wir müssen uns davon bewusst sein, dieser Judenhass ist antibiblisch. Und ich weiß, es ist für viele schwer, sich davon loszusagen. Sicher, wenn man von klein auf an damit aufgewachsen ist und wenn man von klein auf an so Dinge verkehrt gelehrt bekommen hat, das ist dann ganz schwer, sich davon loszusagen. Aber wenn man einmal sein Herz für Jesus Christus geöffnet hat, wenn man einmal sein Herz für unseren Vater Yahweh geöffnet hat und wenn man die Wahrheit seines Wortes verstanden hat, der Bibel und der folgt, dann ist die Liebe ganz leicht und dann liebe ich die Menschen. Das ist genau
was das Neue Testament vorschreibt. Liebe, dagegen gibt es kein Gebot. Nun, der Jesuit Hermann Gruber, fahren wir fort, im zweiten Absatz, behauptete in der Zeitschrift Stimmen der Zeit vom 9. Juni 1917, Zitat: Bei der Vorbereitung und Durchführung der Französischen Revolution von 1789 und bei der ganzen durch diese Revolution eingeleiteten großen revolutionären Bewegung der Neuzeit spielte die freimaurerische Propaganda zweifellos eine sehr erhebliche Rolle. In der ersten Auflage des bekannten Staatslexikon der Görre-Gesellschaft erklärte Gruber weiter, Zitat: In seinem Gradwesen hat der Freimaurerbund das Mittel, seine Leute ohne sich selbst zu verraten weiter auszukundschaften, zu sieben und zugleich für seine Zwecke zu erziehen. Führen die friedlichen Mittel der Propaganda nicht zum Ziele, so schreckt die Freimaurerei auch vor Anwendung der Gewalt nicht zurück. Hat die Drohung mit Anwendung von Gewalt inzwischen noch nicht ihre Wirkung getan, so schreitet man, wenn man sich stark genug glaubt, zum Aufstand. Ende Zitat. Wo ist denn hier der Unterschied zwischen Freimaurerei und Jesuitismus? Eben. Den sehen wir nicht, weil da keiner ist. Die Freimaurerei ist unter anderer Religion, sage ich mal, der Gegenpol der Jesuiten. Nein, nicht der Gegenpol, das Spiegelbild der Jesuiten. Die Jesuiten beobachteten als Gegner der Freimaurer deren Einfluss sehr genau und mit großer Sorge. Tatsächlich standen die Dekabristen in Russland auch mit den Freimaurern in gewisser Beziehung. Deshalb ist es nicht verwunderlich, schreibt Zemlewski, dass eine große Anzahl der künftigen Dekabristen Freimaurer waren. Ende Zitat. Aber selbst die radikalsten Strömungen in der damaligen Freimaurerei entsprachen nicht ganz den revolutionären Bestrebungen der national ausgerichteten Dekabristen. Zemlewski meinte, Zitat: So verstanden zum Beispiel die Freimaurer unter Gleichheit hauptsächlich die Gleichheit der Freimaurer unter sich. Die Freimaurer predigten eine humane Behandlung der Bediensteten und in einigen Fällen beeinflusste das auch das Verhältnis der Gutsherren zu ihren Leibeigenen. Aber bis zur Idee, dass die Beseitigung der Sklaverei eine Notwendigkeit sei, so weit erhoben sich die Freimaurer dann doch nicht. Ein russischer Freimaurer hat gesagt, dass das einfache Volk, besonders das Hofgesinde, ohne die geringste Vorstellung vom Wesen unseres Ordens zu haben, ihn sehr liebt, dass es den Namen Freimaurer zu entnehmen glaubt, dass unsere Brüderschaft sich bemüht, sie zu freien Menschen zu machen. Darin irrt es sehr, denn wir bemühen uns darum, nicht eingebildete Fesseln von uns zu werfen, sondern wahrhaft schwere, und zwar die Fesseln der Sünde, des Todes und der Hölle. Ende Zitat. Die Dekabristen riefen zu aktivem Kampfe gegen die beiden Hauptübel des russischen Lebens auf, gegen das Selbstherrschertum und das Leibeigenschaftsrecht. Und wir sahen schon, wie sich die Freimaurer diesen Fragen gegenüber verhielten. Ende des Gesamtzitats. Nun, die Freimaurer verhielten sich in dieser Frage der Leibeigenschaft, oder genauer gesagt eigentlich der Sklaverei, wie die Christen des Mittelalters und des Kolonialismus. Christen, lese, Katholiken natürlich, ne? Im Juni des Jahres 1858 hielt der Freimaurer Parker Cummings aus Washington einen Vortrag auf dem Freimaurerkongress in Paris. Er sagte dort, Zitat: Zugleich mit den Segnungen der Gesittung, der Gesetze und Künste, der Religion und Wissenschaft, die wir von unseren Eltern in England und Frankreich ererbt haben, ward auch das Institut der Sklaverei übernommen. Es ist jetzt in unserem Boden verwachsen und festgewurzelt und in einem großen Teil unseres Vaterlandes so sehr wie irgendeine Einrichtung, die in diesem Lande existiert, Sache der Notwendigkeit für Weiße und Farbige. Ende Zitat. Also der Parker Cummings spricht hier von einer Notwendigkeit für Weiße und Farbige und heute spricht man von Alternativlosigkeit, nicht wahr? Andere Worte, aber selbe Bedeutung.
Der gepriesene, heiliggesprochene, in neuester Zeit bevorzugt und auffallend oft genannte katholische Kirchenlehrer Thomas von Aquin, der lebte zwischen 1225 und 1274, den ich mit seiner Arbeit Summa Theologica schon sehr oft erwähnt habe, hat die Sklaverei und selbst die Sklavenjagd für rechtmäßig und notwendig erklärt. Thomas schildert den, Zitat, besten Staat, Ende Zitat, und sagt, es sei, Zitat, zuträglich, dass man in einem solchen Staat die Bauern Sklaven, dass in einem solchen Staat die Bauern Sklaven sind, und zwar entweder Ausländer, die als Fremde kommen, oder dienende Leute. Ende Zitat. Der katholische Moraltheologe Robert Lienhardt begründete und rechtfertigte die Absicht des Thomas von Aquin, die Sklaverei aufrechtzuerhalten, und sagte, Zitat, infolge des Absinkens der Menschheit im Ganzen und einzelner Individuen im Besonderen unter die naturgewollte Linie geistiger und sittlicher Kraft hat es sich als notwendig erwiesen, die Autoritäten zur Durchsetzung der notwendigen Aufgaben mit Zwangsgewalt auszurüsten, hat es sich als sozial zweckmäßig und wegen der allgemeinen menschlichen Straffälligkeit, wir sprechen hier von der römisch-katholischen Erbsünde, als sittlich möglich erwiesen, die Sklaverei als poena peccati, also abzuleistende Strafe, einzuführen. Ende Zitat. Der französische Historiker Adolphe Thiers sagte daher, Zitat, L'esclavage des États romains est nécessaire à la foi catholique. Oder auf Deutsch, die Sklaverei der römischen Staaten ist für den katholischen Glauben erforderlich. Ende Zitat. Die Bibel, die Apostelbriefe, die Schriften der Kirchenväter bieten zahlreiche zustimmende Belege für die Rechtmäßigkeit der von Thomas von Aquin geforderten Sklaverei. Die Bibel bietet zahlreiche zustimmende Belege für die Rechtmäßigkeit der Sklaverei. Da, wo Sklaverei in der Bibel vorkommt, das ist im Alten Testament, das ist der alte Bund, der ist nicht mehr gültig. Für uns gilt der neue Bund, das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass wir eine Sklaverei, wie sie von hauptsächlich eben den Jesuiten nicht zu vergessen, in dieser säkulären Welt in den letzten, ich sag mal, vielleicht 1000 Jahren betrieben wurde und ganz sicher die Sklaverei, von der wir hier sprechen, im Vereinigten Staaten von Amerika, dass das eine ganz andere Sklaverei ist als die in der Bibel. Weil in der Bibel ging man mit seinen Sklaven rechtmäßig um und es gab auch Sabbatjahre, in denen alle Schuld erlassen wurden und Sklaven freigelassen wurden. Ich kann mich nicht erinnern, das irgendwo mal in der römisch-katholischen Kirche gelesen zu haben. Aber die römisch-katholische Kirche holt immer gerne dann die Bibel an, wenn sie meint, es sei in ihrem Vorteil. Ansonsten ist es das verbotene Buch. Ne? Also die Bibel, die Apostelbriefe, ich weiß schon gar nicht, warum man jetzt hier einen Unterschied macht, weil die Apostelbriefe sind Teil der Bibel. Die Schriften der Kirchenväter, die mit der Bibel nichts zu tun haben, bieten zahlreiche zustimmende Belege für die Rechtmäßigkeit der von Thomas von Aquin geforderten Sklaverei. Die Autoritäten mit Zwangsgewalt auszurüsten ist eine klassische Forderung der Hierarchie. Alle autoritären Staaten sind dem bis heute bereitwillig nachgekommen. Sehr richtig hat der Theologe Johannes Gottfried Herder festgestellt, Zitat, der ursprünglichen Verfassung deutscher Völker war der Despotismus eigentlich so ganz zuwider, dass sich er behaupten ließe, die Könige haben ihn von den Bischöfen gelernt. Fast immer waren Geistliche die, deren sich die Könige zur Gründung ihrer despotischen Macht bedienten. Wenn sie mit Geschenken und Vorzügen abgefunden waren, so durften andere wohl aufgeopfert werden. Ende Zitat. Herder spricht hier, wie schon gesagt, als Freimaurer und Illuminat, also als Freimaurer und Jesuit. Wir erkennen daran die offensichtliche Gegnerschaft der Freimaurerei und ihr verwandter Verbände zu dem Jesuitenorden, der sich für die mittelalterliche Hierarchie begeisterte. Und daher natürlich auch die Sozial- und Gesellschaftsordnung des Thomas von Aquin bejahte. Gershenson hat in seiner Geschichte des jungen Russland in Moskau 1908 erschienen, geschrieben, Zitat,
Nach der Unterdrückung des Dekabristenaufstandes war die russische Gesellschaft wie gefesselt. Jedes geistige Leben erstarrte unter dem Druck der eisernen Hand und die utopischen Träume, die noch in einigen wenigen Geistern flackerten, mussten inmitten einer hoffnungslos trübseligen Wirklichkeit allmählich erlöschen. Ende Zitat. Die Karlsbader Beschlüsse hatten in Deutschland eine ähnlich hoffnungslos trübselig Wirklichkeit herbeigeführt. In Frankreich herrschte unter den bourbonischen Königen ein klerikales Regime, also Staat und Kirche vereint. Eben genau das, was Jesus Christus verurteilt hat, weshalb er ja sagt, in dem Zitat, was ich vorhin schon gebracht habe, gibt Cäsar, was Cäsars ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist also eine ganz klare Teilung zwischen Staat und Kirche. Und das ist in Frankreich hier nicht, wenn die bourbonischen Könige unter einem klerikalen Regime regieren. Daher war man in diesen Ländern über den Dekabristenaufstand in Russland sehr bestürzt. Friedrich Schlegel, der klerikale Propagandist Metternichs, hatte damals in seinen politisch-historischen Fragmenten zu dem Aufstand der Dekabristen geschrieben, Zitat, gerade darin, worauf diese gigantische Macht ihren höchsten Stolz und Pomp gründet, da trifft der Schlag zuerst oder bricht die Krankheit aus. In Russlands Armee! Das Unglück für Russland ist die versäumte Kirchenvereinigung. Ende Zitat. Hier wird wieder der Gedanke deutlich, sagt eben Winter dazu, Russland gezähmt durch Rom wäre die Vollendung der Restauration in Europa. Russland gezähmt durch Rom, sage ich euch, ist heute einer der finalen Schritte, die notwendig sind, um die neue Weltordnung überhaupt erst in Fug und Recht zu bringen. Ohne dass Russland gezähmt durch Rom ist, wird das nicht kommen. Und deswegen ist der Ukraine-Krieg, den wir unter anderem in den modernen Kriegen im Augenblick besprechen und besprochen haben, schon seit langem, so wahnsinnig wichtig. Es ist eben der nächste Schritt, um dafür zu sorgen, Russland zu zähmen. Und zwar durch Rom. Das wäre die Vollendung der Restauration von Europa, sagt der Winter hier dazu, ja. Russland gezähmt durch Rom wäre die Vollendung der Restauration von Europa. Ich sage, Russland gezähmt durch Rom wäre der erste finale Schritt in das Aufrichten der neuen Weltordnung, die nichts anderes ist als die alte Weltordnung unter neuen Gesichtspunkten wieder installiert. Der am 29. November 1830 in Polen ausbrechende Aufstand gegen die Zarenherrschaft hätte dazu dienen können, dem Zaren Nikolaus I. den Gedanken dieser Kirchenvereinigung nahezulegen. Die zaristische Regierung fürchtete nichts mehr als die sich verbreitenden revolutionären Gesinnungen. Aber der Zar zog aus den Ereignissen in Polen die Lehre, dass der Papst in katholischen Ländern wie Polen die Revolution auch nicht verhindern konnte. Daher förderte er die Zusammenarbeit der nationalen russischen Orthodoxie mit der Selbstherrschaft des Zarismus. Und wir erwähnten früher schon, dass Katharina II. In einem Brief an den Literaturhistoriker Melchior von Grimm ähnliche Gedanken entwickelte. Grimm hatte ihr damals einige lutherisch-theologische Bücher geschickt und sie auf deren Bedeutung hingewiesen. Sie erwiderte, die griechische bzw. die russische Kirche sei mit allem versehen, was sie benötige. Diese Kirche brauche keine Lehren von denen, die sich von ihr getrennt hätten. Ja, sie riet als ehemalige Protestanten den protestantischen Regierungen, sich ebenfalls dieser griechischen Religion anzuschließen. Denn diese sei am besten geeignet, den Gedanken der französischen Revolution von 1789 zu widerstehen. Sie meinte, der russisch-orthodoxe Glaube sei wie eine Eiche, die fest im Volk Wurzeln geschlagen habe und allen revolutionären Stürmen trotzen werde. Ich kann da nur zu sagen, man darf nie vergessen, dass die griechisch- bzw. russische orthodoxe Kirche ebenfalls katholisch ist. Und ein Protestant, der zurückkehrt zum Katholizismus, ist es jetzt der östliche oder ist es der westliche, hat überhaupt nicht verstanden, was Protestantismus eigentlich ist.
Protestantismus im Herzen ist eigentlich nach der Bibel zu leben. Und Katholizismus, sowohl der östliche als der westliche, tut das eben nicht. Und das haben wir auch genug besprochen in Das Salz der Erde, den Podcast, den ich auf diesem Kanal auch gemacht habe, über die Stundisten in Russland. Aber dieser Schutz vor Revolutionen, fährt der Autor fort, er war nicht von Dauer. Im Jahre 1917 war jene Eiche so morsch geworden, dass der von den Bolschewisten entfachte Sturm sie umriss. Die Zaren verschlossen sich den unaufhaltsam vordringenden neuen Ideologien. Die herrschende Feudalklasse mit dem Zarentum an der Spitze widersetzte sich dem Fortschritt, so schrieb Winter von der Zeit Nikolaus I. Immer noch, fährt er fort, herrschte in Russland die Leibeigenschaft. Ende Zitat. Die Leibeigenschaft, die jene Feudalklasse nicht aufgeben wollte, die aber auch der katholische Kirchenlehrer Thomas von Aquin für rechtmäßig und notwendig erklärte und aus dem christlichen Glauben heraus bestätigt hatte. In den Kreisen des russischen Hochadels wirkten indessen die romfreundlichen Tendenzen weiter. Hier machte sich der Einfluss des Iwan Gagarin, eines Neffen des Fürsten Gagarin, bemerkbar. Dieser Iwan Gagarin war in Paris zur katholischen Kirche übergetreten und dann dem Jesuitenorden beigetreten. Er hatte sich auch führend an der Hetze gegen den genialen russischen Dichter Puschkin beteiligt, die dessen tragischen Tod herbeiführte. Durch diese und andere hintergründige Machenschaften blieben die zwiespältigen Beziehungen zwischen Russland und dem Vatikan bestehen. Zitat von Winter: In dem Zaren Nikolaus I. und dem Papst Gregor XVI. Begegneten sich zwei Autokraten mit recht unterschiedlichen Machtansprüchen. Die Ideologie der Restauration verband sie aber. Deswegen konnte das revolutionäre Polen, so katholisch es sich auch geben mochte oder auch war, die beiden nicht entzweien, sondern sie nur einander näher bringen. Ende Zitat. Die Hilferufe der katholischen Bevölkerung Polens verhallten im Vatikan. Auch die grausame Niederschlagung des polnischen Aufstandes durch russische Truppen fand in Rom nur wenig Beachtung. Abschließend, so sagt Winter, abschließend lässt sich sagen, dass die Verbindung zwischen der polnischen Novemberrevolution und der revolutionären Bewegung im zaristischen Russland vor und nach ihrem Ausbruch nicht eng genug gesehen werden kann. Dagegen waren Zarentum und Papsttum zusammen mit Metternich als Hauptträger der Restauration in Europa die bittersten Feinde der Novemberrevolution. So sehr auch die speziellen Interessen der drei restaurativen Hauptmächte in Europa, zu denen noch Preußen hinzukam, einander widersprachen, im Kampf gegen jede Revolution waren sie einig. Deswegen vermittelte Metternich bei der päpstlichen Kurie zugunsten des zaristischen Russlands gegen Polen. Das sind die Tatsachen. Ende Zitat. Die Beziehungen des Vatikans zum Kreml richteten sich jeweils nach dem revolutionären Klima in Europa. Es brauchte aber nicht erst zu revolutionären Ausbrüchen zu kommen. Die Jesuiten erkannten und erforschten die ideologischen Lehren revolutionärer Gruppen sehr genau, weil sie wussten, dass diese Lehren die eigentlichen Ursachen solcher Revolutionen waren. Aus diesem Grunde müssen wir uns über die revolutionären Ereignisse und deren hintergründige Ideologien völlig klar sein, wenn wir verstehen wollen, dass der Vatikan über die Entwicklung beunruhigt war und das revolutionäre Feuer in jenem Jahrzehnt bald hier und bald dort zu löschen suchte. So sehen wir, wie sich die vatikanische Politik in dieser Zeit nach Westen wenden musste, wollte sie später im Osten wieder etwas erreichen. Die westliche Großmacht und Stütze des Papsttums war nun aber Frankreich. Es war für den Vatikan zwingend, alles daran zu setzen, dass die revolutionären Gedanken und Kräfte in diesem Lande nicht die Oberhand bekamen. War dann der päpstliche Einfluss in Frankreich wieder gesichert, konnte man im Osten fester auftreten und auch die Zaren von dem moralischen Übergewicht der Kirche über die revolutionären Ideologien überzeugen. Werfen wir also einen kurzen Blick auf die ideologischen Meinungen und politischen Ereignisse im westlichen Europa, zumal auf die Vorgänge in Frankreich und im Kirchenstaat selbst.
Das Verhältnis der verschiedenen revolutionären Geheimbünde zur Freimaurerei entsprach in allen europäischen Ländern etwa dem der Dekabristen in Russland. Diese Bünde sympathisierten zwar mehr oder weniger mit dem Freimaurerbund, aber ihre Mitglieder waren nicht immer gleichzeitig Freimaurer. Diejenigen jedoch, die in den Logen angehörten, suchten natürlich ihrerseits die Freimaurerei zu radikalisieren. Gruber, nicht zu vergessen Jesuit, hat in der ersten Auflage des Staatsleutekons der Görre-Gesellschaft erklärt, Zitat, die Freimaurerei hat ihrem Wesen nach, weil sie nur so ihre Ziele erreichen kann, das Bestreben, einen Staat im Staate zu bilden, eine geheime Nebenregierung zu sein, welche der wirklichen Regierung entgegenarbeitet. Jetzt hört euch das nochmal an. Hier sagt der Jesuit Gruber im Staatslexikon der Görre-Gesellschaft ganz klar, was die Jesuiten die ganze Zeit tun. Und weist natürlich hier wieder mal auf die Freimaurer anstatt auf die Jesuiten. Hört nochmal gut zu, was sagt er denn hier? Die Freimaurerei hat ihrem Wesen nach, weil sie nur so ihre Ziele erreichen kann, das Bestreben, einen Staat im Staate zu bilden, eine geheime Nebenregierung zu sein, welche der wirklichen Regierung entgegenarbeitet. Menschen, was habe ich euch immer erzählt über die fünfte Kolonne? Was habe ich euch immer erzählt über die Schattenregierung, die Diözesanstruktur der römisch-katholischen Kirche in einem Staat, wo die römisch-katholische Kirche herrscht und sicher in einem Staat, wo mit einem Konkordat mit dem Vatikanstaat ein bilateraler Vertrag geschlossen wurde, der die römisch-katholische Kirche als einzige, naja, lass uns mal sagen, de jure Regierung des Landes akzeptiert. Die Freimaurer haben das Bestreben, einen Staat im Staate zu bilden. Es sind die Jesuiten und es ist die römisch-katholische Kirche, die da als absolutes Vorbild hervorgegangen ist. Dann kann man natürlich auf andere Weise sagen, guck mal, die wollen das machen. Und inzwischen guckt keiner mehr auf die eigentliche Schattenregierung der römisch-katholischen Kirche. Ja, so gewieft und gewitzt sind die Jesuiten hier. Der Autor sagt, das ist allerdings sehr beachtlich. Der Freimaurer von Orly hat dies sogar bestätigt. Er sagte nämlich, Zitat, die Logen bilden einen geheimen Staat im Staat, bestimmt die Regierungen entweder zu beherrschen oder zu untergraben und durch Logenmitglieder zu ersetzen. Ende Zitat. Vermutlich hat diese Äußerung von Orlys den Jesuiten Gruber zu seiner Anklage veranlasst. Aber die Freimaurer könnten ihrerseits den Jesuiten die gleiche Absicht unterstellen. So erklärte der im Jahre 1848 nach dem Sturz Metternichs ernannte österreichische Ministerpräsident Johann P.H. von Wessenberg, der regierte lebte zwischen 1773 und 1858, Zitat, dieser Orden, also von den Jesuiten gesprochen, dieser Jesuitenorden trachtet nach der Natur seiner Einrichtungen und nach dem Geist seiner Lehren, wie dies die Erfahrungen von Jahrhunderten beweisen, nach einem Universaldespotismus über alle Geister, über alle Organe des staatlichen und kirchlichen Lebens, so dass nur ein Stockblinder es verkennen kann, dass dieser Orden die mächtigste und gefährlichste geheime Gesellschaft ist, um in Kirche und Staat die eigentliche Herrschaft an sich zu ziehen. Der österreichische Ministerpräsident von Wessenberg spricht hier die absolute Wahrheit aus. Ob er das jetzt macht, weil er selber aus dem Freimaurertum kommt und den Finger gerne woanders hinzeigen möchte. Freimaurer sind ja eben auch zwischen Anführungszeichen Jesuiten. Es hilft immer, wenn der eine den anderen mit dem Finger verweist. Du bist schuld, nee, du bist schuld. Aber die Worte, die er hier spricht, sind bis in den absoluten Kern wahr. Dieser Jesuitenorden trachtet nach der Natur seiner Einrichtung und nach dem Geist seiner Lehren, wie dies die Erfahrungen von Jahrhunderten beweisen, und ich füge hinzu, wie es in den Konstitutionen, also in der Verfassung des Jesuitenordens auch steht, nach einem Universaldespotismus über alle Geister, unam sanctam,
über alle Organe des staatlichen und kirchlichen Lebens, so dass nur ein Stockblinder es verkennen kann, dass dieser Jesuitenorden die mächtigste und gefährlichste geheime Gesellschaft ist, um in Kirche und Staat die eigentliche Herrschaft an sich zu ziehen und damit Kirche und Staat zu verbinden und eben das in Wirkung zu stellen, was Jesus Christus bereits verdammt hat. Auch ist nach der eigentümlichen Einrichtung des Ordens jede Reform desselben unmöglich. Gelingt es dem Orden, auch in Deutschland wieder Boden zu gewinnen, so ist ein heftiger und langer Kampf des Lichtes mit der Finsternis vorauszusehen. Ein Kampf, der dem Frieden der Kirche wie der Ruhe der Staaten gleich gefährlich werden dürfte. Ende Zitat. Man kann hier also die Worte des römischen Satirikers Juvenalis gebrauchen und sagen, quis tulerit gracchos de seditione querentes, das heißt, wer schenkt Aufrühren Gehör, die Klage erheben wegen Aufruhr. Der als heiliger und maßgeblicher Kirchenlehrer verehrte Thomas von Aquin hatte die Juden zu Sklaven der Kirche erklärt. Er hatte geschrieben, Zitat, die Juden sind Sklaven der Kirche, über deren Habe sie verfügen kann. Durch ihre, also der Judenverschuldung an Christus, sind sie streng genommen von Rechts wegen ewiger Sklaverei verfallen, aber die christliche Milde duldet ihr Zusammenwohnen und macht sie anstatt zu wirklichen Sklaven bloß zu Kammerknechten. Servos tributarius. So spricht Thomas von Aquin von den Juden und meint das dann auch noch tatsächlich biblisch zu begründen. Auf diese Art und Weise. Ich scrolle ein wenig vor und stelle fest, dass das Buch noch einige Seiten geht. Wir sind also noch lange nicht am Ende dieses Kapitels angekommen. Deswegen ist es interessant, dass wir im nächsten Absatz auf Seite 180, wo wir bereits hingekommen sind, weiterlesen und da steht, die Französische Revolution hatte indessen den Juden gleiche Rechte zugebilligt. Also gleiche Rechte. Ja? Das war zwar zunächst noch theoretisch gewesen. Infolgedessen standen die Juden aber jetzt auf der Seite der revolutionären Bewegung. Der jüdische Schriftsteller und spätere englische Premierminister Benjamin Disraeli hat die revolutionäre Betätigung seiner Volks- und Glaubensgenossen in dem Roman Coningsby or the New Generation verwertet. Er schrieb im Jahre 1844, zu der im Jahre 1848 in Deutschland zum Ausbruch kommenden Revolution, Zitat, die mächtige Revolution, die sich zur Stunde in Deutschland vorbereitet und von der bis jetzt noch so wenig bekannt ist, reift ausschließlich unter der Leitung von Juden heran, die heute fast ein Monopol auf alle Lehrstühle in Deutschland besitzen. Siehst du also, mein lieber Coningsby, dass die Welt von recht verschiedenen Personen regiert wird, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen sehen. Ende Zitat. Und ich füge dann nochmal hinzu, dass hier der Benjamin Disraeli die Juden nach vorne schiebt und in Positionen tut, wo sie also jetzt nach dem Motto die Ursache allen Unglücks und aller Revolutionen sind. Das mag ja sein, er versteht dabei nur nicht, dass diese Juden geheime Katholiken sind. Weil diese Juden bekommen auch ihre Aufträge von der römisch-katholischen Kirche. Benjamin Disraeli war nicht Premierminister in England ohne die Erlaubnis des Jesuitenordens, ohne die Erlaubnis der römisch-katholischen Kirche. Der hat gemacht, was er machen musste. Der hat gesagt, was er sagen musste. Jetzt hier aber die Juden so als ein Schuldvolk dahinzustellen, wie die römisch-katholische Kirche das ja auch gerade gemacht hat. Ne? Durch der Judenverschuldung an Christus sind sie streng genommen von Rechts wegen ewiger Sklaverei verfallen. Das meint ja hier die römisch-katholische Kirche in Form des Thomas von Aquin. Ja? Weil er hier nach dem Motto meint, ja, die Juden haben Christus gekreuzigt. Nein, die Römer haben Christus gekreuzigt. Die Juden haben Christus als König abgelehnt. Genauso wie sie alle anderen Propheten davor abgelehnt haben. Und weil sie nicht akzeptiert haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.
Ja. Aber durch der Judenverschuldung sind sie streng genommen von Rechts wegen ewiger Sklaverei verfallen, das sagt Thomas von Aquin. Und ich sage, durch die Verschuldung der Juden an Christus haben sie ihre Erlösung weggeworfen, haben sie ihre Erlösung nicht angenommen. Und dadurch haben wir Christen, die das Wohl haben, durch Jesus Christus zu akzeptieren und zu lehren und zu bekennen in dieser Welt, vor allem jeden Menschen, die Juden zur Eifersucht zu reizen, um ihnen zu zeigen, wo man seine Erlösung herbekommt, weil die Juden sind komplett ohne Erlösung. Sie sind nicht der Sklaverei verfallen, sie sind der Sklaverei vielleicht in dieser Welt verfallen, weil die römisch-katholische Kirche das so möchte. Aber die Juden haben vor allen Dingen keine Erlösung. Und das ist viel schlimmer. Weil dann ist im Grunde nach diesem Leben alles vorbei. Wie gesagt, der jüdische Schriftsteller und spätere englische Premierminister Benjamin Disraeli hat die revolutionäre Betätigung seiner Volks- und Glaubensgenossen in einem Roman verwertet. Ja, interessant, dass solche Leute eben oftmals für einen Roman, also eine belletristische Schrift, wählen, um ihre Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und er schrieb im Jahre 1844 zu der im Jahre 1848 zum Deutschland zum Ausbruch gebrachten Revolution das Folgende. Hört euch das aber gut an. Die mächtige Revolution, die sich zur Stunde in Deutschland vorbereitet, 1844, und von der bis jetzt noch so wenig bekannt ist, reift ausschließlich unter der Leitung von Juden heran, die heute fast ein Monopol auf alle Lehrstühle in Deutschland besitzen. Ich wage das zu bezweifeln. Die Lehrstühle in Deutschland wurden vor allen Dingen von Katholiken besetzt. Und hauptsächlich wurden die Schulbücher von Jesuiten geschrieben, damals wie heute auch. Siehst du also, mein lieber Coningsby, dass die Welt sich von recht verschiedenen Personen regiert wird, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen sehen? Der Benjamin Disraeli macht mit dieser Aussage hier das, was wir heute Antisemitismus nennen, anschüren. Judenhass anschüren. Er sorgt dafür, dass die Juden hier als, ja, wie sagt man das? Sündenbock gemacht werden. Die Juden sind schuld. Die Juden, die Juden, die Juden. Wir sprechen hier von Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist dann ausartet Ende des 19. Jahrhunderts und ganz sicher Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts in dieser Judenverfolgung, die wir auch im Deutschen Reich erlebt haben. Das ist dann doch irgendwo logisch, wenn selbst der israelische Der jüdische, nicht israelische, der jüdische englische Premierminister Disraeli dieses Feuer schürt. Was anderes tut er doch hier nicht. Oder meinst du vielleicht, er schreibt das an diesen Coningsby in der Absicht, dass das jetzt vollständig geheim bleibt? Nein, nein, nein. Und wenn er das hier in diesem Brief schreibt, dann sind da auch einige Dinge in der Art und Weise, wie er seine Regierung geführt hat, die eben auch dafür sorgen, dass die Leute das so sehen können. Und wenn er die Juden als Sündenbock dahinstellt, dann wollen die Leute natürlich von diesem Sündenbock, fordern sie den Kopf. Und genau das nennt man heute eben Antisemitismus. Oder Judenhass. Ich glaube, das, was der Disraeli hier 1844 gesagt hat, würde man heute als Hassrede zusammenfassen. Das Problem ist nur, dass diese Hassrede einen bestimmten Grund hat. Und der Grund ist eben, weil die römisch-katholische Kirche weiß, dass wenn die Juden einmal Jesus Christus annehmen, sie eine Macht haben, mit der sie es nicht aufnehmen kann. Weil die Juden würden den wahren Jesus Christus vertreten. Den, der kein trinitarischer Gott ist, also nicht eine von drei Personen, die Gott sind. Jesus Christus ist nicht Gott. Und so weiter und so weiter. Die würden den biblischen Jesus Christus vertreten. Und das wäre der Tod der römisch-katholischen Kirche. Also, Gott verhindere bitte, sagt die römisch-katholische Kirche, dass die Juden zu Christus finden.
weil dann sind wir am nächsten Tag Toast. Also müssen wir den Leuten vormachen, dass es die Juden sind, die an der Quelle der ganzen Ungleichheiten, Verfolgungen, Ungerechtigkeiten in dieser Welt stehen. Wenn wir das den Leuten verkaufen können, dann werden wir Judenhass schüren. Und wenn wir Judenhass schüren, dann tun wir genau das Gegenteil von dem, was Paulus im Römerbrief Kapitel 11, Vers 11 von wahren, bibelgläubigen, Jesus folgenden Christen fordert. Wir fahren fort mit einem weiteren Zitat. In dem aus dem Buche des Jesuiten Chefmacher Licht in den Finsternissen zusammengestellten Kontroverskatechismus wird über die Zugehörigkeit der Juden zur Freimaurerei gesagt. Also wir wissen ja, dass die Freimaurerei hauptsächlich gegründet wurde, um eben die Protestanten da reinzubekommen. Weil wenn ich die Protestanten nicht zum Katholizismus bekehren kann, aber zur Freimaurerei und der Katholizismus, sprich die Jesuiten, die Freimaurerei leitet, dann bringe ich die Protestanten ja zurück zum Katholizismus. Ziel erreicht. Nur darf ich das natürlich nicht offen tun, ich muss das verdeckt tun. Deswegen leiten die Jesuiten eben verdeckt das Freimaurertum. Jetzt aber das Freimaurertum als jüdisch darstellen, das schürt dann noch den Judenhass, nicht wahr? Und das ist genau die Absicht. Also, der Jesuit-Chefmacher, der eben in dieser Agenda arbeitet, sagt in seinem Kontroverskatechismus über die Zugehörigkeit der Juden zur Freimaurerei, Zitat, ist es wahr, dass auch Juden Freimaurer sind? Nur zu sehr ist es wahr. Im Anfange waren die Juden aus den Logen ausgeschlossen, seitdem sie aber in allen Ländern dieselben Rechte haben wie die Christen, ist es ihnen gelungen, auch in den Logen sich Plätze zu verschaffen und oft dieselben zu führen. Heute haben sie sogar ihre eigenen Logen, deren Zahl rasch zunimmt und die zu den gefährlichsten gehören. Ende Zitat. Ist es nicht wunderbar, wie hier im 19. Jahrhundert bereits der Judenhass geschürt wird, der dann im 20. Jahrhundert ausbricht? Es soll hier nicht untersucht werden, sagt der Autor, ob und wie weit diese und zahlreiche andere Behauptungen dieser Art zutreffen oder nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass sich Jesuiten und Juden damals bekämpften und die Kirche einen temperierten Antisemitismus vertrat. Die Juden wollten mittels jener Revolution von 1848 die Fortführung ihrer Emanzipation erreichen, was ihnen denn auch gelang. Jeder Unterdrückte, welcher Rasse, welchem Volk oder Glauben er auch angehören mag, jeder Unterdrückte schließt sich naturgemäß politischen Parteien, Bewegungen oder Strömungen an, von denen er Befreiung oder Erleichterung erwartet oder erwarten zu können glaubt. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben, solange es Menschen und solange es Staaten gibt. Das war im Jahre 1848-49 im Kirchenstaat des Papstes nicht anders. Auch dort brach eine Revolution aus. Der Papst und die Kardinäle mussten die Stadt Rom fluchtartig verlassen. Der von dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Nach Rom entsandte Graf Brühl, der selbst katholisch war, berichtete, Zitat, die hiesigen Zustände im Kirchenstaat sind in wahrhaftiger Fäulnisgärung. Die Jesuiten haben die Finger in allem. Und wer noch zweifeln kann, dass ihnen alle Mittel genehm seien, der braucht nur hierher zu kommen. Die Wirtschaft ist skandalös. Ende Zitat. Diese skandalöse Wirtschaft im Kirchenstaat war Metternich keineswegs entgangen. Er meinte jedoch gelegentlich, selbst wenn die päpstliche Regierung die schlechteste sei, müsse man sie erhalten, denn wo wolle man sonst mit dem Papst bleiben? Auch hier erwies sich, was Katharina II. Einst an den Kaiser Joseph II. Geschrieben hatte, der Papst sei ein unbequemes Möbel. Im Jahre 1848 führte diese Missregierung zur Revolution im Kirchenstaat.
Der Führer dieser Revolution, der bedeutende Freimaurer Garibaldi, bildete eine republikanische Regierung und diese erklärte am 9. Februar 1849, Zitat, Punkt 1. Der Papst ist in Wirklichkeit und von Rechts wegen von dem weltlichen Regiment des römischen Staates abgesetzt. Punkt 2. Der römische Papst wird alle nötigen Garantien dafür erhalten, dass er seine geistliche Gewalt unabhängig ausüben kann. Ende Zitat. Nun müssen wir ein Ding verstehen. Im Jahr 1848 war jemand Papst bereits. Ich glaube, 1846 wurde er Papst, war jemand Papst bereits, der dann später, 1864, den Syllabus Errorum, den Syllabus der Fehler, veröffentlichte. Ja, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut auf Wikipedia. Pius IX. War Papst von 1846 bis 1878. Das ist der längste bis jetzt, also das längste Pontifikat bis jetzt. Der Punkt, den ich machen will, ist der folgende. In dieser Zeit des Aufruhrs, der Revolution, hat der Papst als eine Jesuitenpuppe regiert, weil das Papst Pius IX. Eine absolute jesuitenhörige Figur war, das ist einem jeden Historiker, seriösen Historiker, bekannt. Der hat in diesen Revolutionsjahren eben das Pontifikat gehabt. Ist es daher verwunderlich, wenn er sein Syllabus Errorum herausgebracht hat, also den Syllabus der Fehler, in dem er diese ganzen freiheitsnachstrebenden Revolutionen verurteilt, aus Sicht der römisch-katholischen Kirche? Logisch, ne? Garibaldi bildete eine republikanische Regierung und diese erklärte am 9. Februar 1849, da ist der Papst ein Jahr im Amt, Pio IX. Der Papst ist in Wirklichkeit und von Rechts wegen von dem weltlichen Regiment des römischen Staates abgesetzt. Bam, das heißt, wir nehmen dem Papst die säkuläre, die weltliche Macht. Der Papst wird alle nötigen Garantien dafür erhalten, dass er seine geistliche Gewalt unabhängig ausüben kann. Also, als Priester, okay. Als Bischof von Rom, okay. Aber nicht als König. Und schon gar nicht als König der Könige. Das ist eben, was der Papst von sich selbst eben behauptet zu sein. Deswegen nennt er sich ja Vicarius Filii Dei, der Statthalter des Sohnes Gottes auf Erden. Ja, und das ist doch mal ein interessanter Punkt, um abzuschließen. Nächstes Mal gehen wir da noch mal kurz drauf ein, aber gerade dieser Punkt mit Pio IX, also so ist der Kosename, kann man fast sagen, Rufname von Papst Pius IX, ganz wichtig, dass wir das eben verstehen. Der ist in der Zeit der Revolution Papst geworden und das erklärt noch mehr, warum er den Syllabus Errorum geschrieben hat oder veröffentlicht hat, geschrieben haben werden ihm wohl die Jesuiten. Und es gibt ja genügend Videos, wo ich darauf eingegangen bin. Und ihr könnt den Syllabus Errorum, den Syllabus der Fehler, könnt ihr suchen. Ihr könnt ihn auf Wikipedia suchen, ihr könnt ihn auf der vatikanischen Webseite suchen, ihr könnt ihn in eurer eigenen Sprache runterladen und nachlesen. Ihr könnt alle Punkte darin nachlesen, die der Papst verdammt hat. Und dann werdet ihr ja sehen, was der Papst von diesen Revolutionen denkt. Und was der Papst davon denkt, dass Garibaldi ihm seine Macht genommen hat. Garibaldi, ein Freimaurer, der Jesuiten kontrolliert war. Und wieder sehen wir, wie der Jesuit auf der einen Seite und der Jesuit auf der anderen Seite hinter den Kulissen gemeinsame Sache machen, um zwischen dem, was sie als Lawine die Berge runterrollen, die normalen Menschen und sicher die Protestanten zu zerquetschen und zu töten. Das ist der Kampf um die Macht, der seit mindestens 5 Jahrhunderten andauert. Und wir gehen auf diesen letzten kleinen Absatz auf Seite 181 in der nächsten 19. Lesung noch einmal drauf ein. Bis dahin möchte ich euch alle bitten, neben diesem Buch auch sicher eure Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen und zu studieren. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha.